Hallo, willkommen beim 1000-Bäcker-Report. Heute mit dem Thema: Gold steht kurz vor einem großen Ausbruch. Disclaimer. Die Minenwerte sind dem Gold in den letzten Tagen nicht gefolgt. Daher warten die Anleger einen Rückschlag. Man kann es nicht ausschließen, aber ein Ausbruch auf ein Dreifachhoch halte ich für wahrscheinlicher. Ja, es fällt auf, die Minen ziehen sich nicht so mit, wie sie es eigentlich ziehen müssten. Normalerweise bedeutet das, dass wir vor einem Rückschlag stehen, aber auch das kann ein Täuschungsmanöver sein. Ich halte es insgesamt, trotz natürlich temporären Rückschlag, für wahrscheinlicher, dass wir jetzt dieses Dreifach-Top dauerhaft durchbrachen, dass wir den Bereich 2000, 2400 in wenigen Monaten steigen, und das dürfte eine exorbitante Goldaktienrallye auslösen. Wir müssen es abwarten. Ich denke, dieses Szenario kann eigentlich nur noch um maximal ein paar Wochen verhindert werden. Goldprojektgenerator aus Quebec mit großen Ressourcen hochgradig. Das Unternehmen operiert östlich der James Bay in der Nähe von Newmont's Eleanor Mine und von der Azimuts Ilmer Mine. Also insgesamt 606 Quadratkilometer, 100% gehören dem Unternehmen selbst. Die Gebiete Orkney und McArthur sind Teil des metasedimentären Beckens, wo der geologische Kontext Ähnlichkeiten mit der Newmont Eleanor Mine im Westen aufweist. Ja, 775 Claims haben die da, sehr großes Gold-Explorationspotenzial, 389 Quadratkilometer, dann auch die Kurien-Entdeckungsloch, 178 Quadratkilometer, hochgradige Proben, 4,2 Gramm pro Tonne, 12,2 Gramm pro Tonne und 105 Gramm pro Tonne. Also das ist ein sehr gutes Rechtsgebiet. Die Mine hat beim letzten Goldaktienboom auch schon erheblich reagiert. Damals ging es hier vom Corona-Tief von 5 Cent auf 30 Cent in nur wenigen Monaten, also fast verzehnfacht sozusagen. Die Gewinne sind mehr oder weniger wieder abgegeben worden. Allerdings stehen wir jetzt aktuell höher als im Jahr 2020, aktuell circa doppelt so hoch. Und auch das macht einen sehr dynamischen Eindruck, dass beim nächsten Goldboom diese Aktien einer der Gewinner sein könnte. Und vielleicht ist das alte Hoch sehr schnell wieder erreicht. Insgesamt hat das eben großes Potenzial für mehrere Goldentdeckungen, sehr gutes Rechtsgebiet, gutes Management, sicherlich eine Mine, die man sich mal ansehen sollte. Natürlich ist das wie immer auch keine Kaufempfehlung an der Stelle. Ja, Gold steigt analog der 1970er Jahre von 2000 Dollar auf 8500 Dollar. Das ist eigentlich das Ergebnis, wenn man diese Charts studiert. Sie sehen hier auf der linken Seite einmal das Szenario 1970, 1980, den letzten großen Goldboom und Goldaktienboom. Und im roten Kreis sehen Sie die Korrektur. Da wurden nochmal alle Leute rausgeschüttet und dann ging es rabiat hoch. Rabiat, so wie wir es jetzt vielleicht auch mit Gold erleben, und das nimmt dann kein Ende. Ein Jahr Anstieg gab es damals von eben 200 Dollar auf 850 Dollar, eine Vervierfachung in einem Jahr. Und das löste dann diese extreme Goldaktienrallye aus. NRD Mining ging von 15 auf 19 Dollar, Silver Stacks Mining 10 Cent 36 und so weiter. Also nicht selten konnte man aus 1000 Dollar 100.000, 200, 300.000 machen. Eine absolut einmalige Situation. Gefühlt stehen wir identisch genau davor. Natürlich kann ich mich jetzt nicht hinstellen und sagen, wir steigen jetzt hier von 2000 auf 8500 Dollar. Das muss ich dann den Statisten überlassen. Und Sie kennen ja die Zitate, was wir da zitieren. Jedenfalls glaubt man, dass jetzt der Deckel weggesprengt wird, dass es dann irgendwo Gold im Bereich 2, 3, 2, 4, 2, 5 landet. Aber kann dann seitwärts gehen, kann etwas korrigieren, kann aber auch wirklich erst Speed richtig aufnehmen und es hochgehen. Das kann Ihnen nicht gesagt werden. Im jeden Fall, bis zu dieser Strecke, Gold 2500, haben sich eben aus vielen sind eben viele Penny-Gold-Aktien zu Dollar-Aktien und hoffentlich mehr geworden. Und wenn es dann eben noch höher und weiter geht, umso besser. Ich meine, das ist dann nachher die Frage, ob man dann noch physisches Gold kriegt. Ich denke mal, bei 2500 Dollar wird es versucht, wieder einzukeilen, das Gold.
Und es wird einfach ein bisschen Druck aus dem Finanzsystem abgelassen, indem man den Goldpreis ein bisschen hochlässt. Aber das können Sie nur haben zum Preis dieser extremen Goldaktienrallye. Ja, wie profitiert man von der Goldaktienrallye? Hier sehen Sie zwei Beispiele von 2020 auf der linken Seite, 2016 Goldaktienrallye, halbes Jahr jeweils Rallye, Gold steigt irgendwie um 30, 40% und einige Goldaktien eben 10.000% oder 5.000, 7.000%. Das heißt, die Goldaktien sind ein 100, 200, teilweise 300 Mal besseres Investment als Goldaktien selbst. Das heißt, wenn man investiert, kann man zum Beispiel in Höhe der Eruption wesentlich mehr Gold und Silber kaufen, obwohl Gold und Silber teurer ist. Das ist ein ungewöhnlicher Gedanke, trifft aber eben die Realität. Also irgendjemand verzerrt diese Preise nach unten. Das sehen Sie hier bei beiden Rallyes. Die Leute werden rausgeschmissen, verlieren die Laune in diesem Bereich. Mit einmal gibt es diese Eruption hoch. Und ich denke, dass sowas in der Art steht auch jetzt aktuell bevor. Ja, immer noch extreme Unterbewertung bei Goldaktien. Hier ist die Goldaktien-Gold-Ratio. Seit 1996 sind wir im Bärenmarkt, hat eigentlich aber jetzt, wie Sie sehen, den Boden gefunden die letzten Jahre. Und auch hier wird eine überproportionale Anpassungsrallye in den mittleren Bereich am grünen Pfeil, sehen Sie das, erwartet. Ja, wie hat man 1970 optimal gespielt, so wie wir es eigentlich auch heute machen sollen? Nicht auf eine Goldaktie festlegen. Das würde ich niemals sagen, wer die ganz große Gewinner ist. Wir können ein paar Charakteristika raussuchen von den Goldaktien, wie eben sehr gutes Rechtsgebiet, hochgradiges Gold, große Mengen, sehr großes Explosionspotenzial etc., niedrige Cashkosten bei der Produktion. Nichtsdestoweniger sind viele Überraschungen in diesen Goldaktien immer mit drin, die zur negativen Seite und zur positiven Seite ausschlagen können. Nur in einem wirklich Goldboom, wenn er vor uns liegt, wird eben negative Überraschungen werden eben kaum negativ dann honoriert und steigen mehr oder weniger auch mit, weil es sich um Gold-related Assets hat, aber eben gute Unternehmensmeldungen, gute Bauergebnisse etc. können zu absoluten Kursanstiegen, die Sie sich nicht vorstellen können, führen. Das ist das Schöne an Goldaktionen, deswegen funktioniert das auch nur in sehr begrenzten Zeiträumen, jetzt im Goldaktien-Bullenmarkt. Damals war es so, hätte man $50 investiert in Goldaktien, hätte man vielleicht sein Geld für 50 oder verhundertfacht in einem halben Jahr, einem Jahr. Dann hätte man das einfach die Assetklasse wechseln müssen, Berkshire Hathaway zum Beispiel investieren sollen. Damals war es eben lukrativ in Standardaktien investieren und wir hatten 20-jährigen Aktienmarkt vor uns. Das heißt, wir verketten das einfach. $50 mal 100 mal 228 hätte also innerhalb von 20 Jahren 1 Million gebracht. Also das ist der Blick zurück, einfach nur, um Ihnen eine Gedankenstütze zu geben oder eine Grundüberlegung, wie das auch in der Zukunft sein könnte. 200 Jahre Dow-Gold-Ratio, das zeigt einfach das Verhältnis von Gold und Dow an und Sie sehen einfach, dass wir vor der Implosion des allgemeinen Aktienmarktes gegenüber Gold stehen, dass wir den tiefsten Wert überhaupt seit 100 Jahren erreicht oder beziehungsweise seit Anfang des Jahrhunderts. Und das führt eigentlich wirklich zu einem dramatischen Wertfluss bei Standardaktien und Immobilien. Und es ist also ratsam, möglichst viel Gold zu haben und dann diese extremen Ausverkaufspreise nutzen und dann wieder einzusteigen. Ja, für Häuser trifft dasselbe zu. Standardhaus konnte man dann 80 während des letzten Goldbooms für 500 Unzen Silber kaufen, heute $25.000 und die Statisten erwarten mindestens die Hälfte, also kriegt man für 250 Unzen Silber dieses Mal ein Haus. Ja, Fazit, Multiplikation der Gewinne aus den Ereignissen ist angesagt. Ja, also Sie sehen, die Rettung ist in dieser Situation möglichst viel Gold und Silber außerhalb des Bankensystems. Die Frage ist, wie kann man seinen Bestand an Gold und Silber maximieren, beziehungsweise auf der anderen Seite, wie muss man ihn nicht angreifen? So könnte man das auch betrachten. Da könnte man jetzt denken, man investiert zum Beispiel $200 in eine Goldaktie, die jetzt in diesem Boom vielleicht im Schnitt um das 25-fache wächst, hat dadurch mehr Geld, dann vielleicht schon im halben Jahr oder in 8 Monaten. Nimmt dieses Geld, kann A davon leben, B davon mehr Gold und Silber kaufen und C, man ist dadurch, dass man dadurch mehr Geld hat,
braucht man seinen bisherigen Gold- und Silberbestand, der ja nun wirklich für die extreme Situation da sein soll, braucht man nicht verkaufen. Die extreme Situation wäre dann 8.000 Dollar, heutige Kaufkraft für Gold und Silber 200 bis 400. Danach kann Gold und Silber nicht mehr steigen. Danach, weil es schließlich einfach keinen Treibstoff mehr gibt, wer diese Preise höher treiben soll. Das Fiat-Geld, die Währung haben ihren Wert verloren und dienen nicht mehr als Nachfrage. Das heißt, der Preis wird da auch dann drunter leiden, implodieren, auch wenn es Goldstandard etc. gibt. Trotzdem wird es sinken. Und da ist es dann, diesen Spagat muss man dann schaffen. Wenn man in Nähe dieses Höhepunkts kommt, muss man eben Top-Assets einsammeln. Und das sind dann möglicherweise die gut Top-Aktien, die diese ganzen Krisen etc. überlebt haben. Sie wissen ja, es gibt ja sehr viele Zombies draußen, die nur unter Inflationsbedingungen oder in leichten Inflationsbedingungen und leichten Kreditbedingungen leben können, aber in einer galoppierenden oder Hyperinflation können die nicht mehr leben, geschweige dann mit der daran folgenden Währungsreform. Da gibt es auch einen Begriff, das ist dann sogenannte die postinflationäre Depression. Und das könnte natürlich viele Businesses zerstören. Und deswegen ist es dann nachher umso wichtiger, auf Top-Aktien zu gucken und gucken, was da übrig bleibt. Ja, wenn man das dann auch wiederum verkettet, könnte man aus jedem 200 Dollar, die man jetzt in Goldaktien macht, auf Sicht von 15 bis 20 Jahre in 1 Million Kaufkraft wandern. Tausend-Becker-Report, wir versuchen diese Aktien zu identifizieren, Potenzialfaktor zu rechnen, am moderaten, hohen und sehr hohen Risiko das Ganze zu ordnen. Wenn Sie sich für Reports interessieren, finden Sie den im YouTube-Beschreibung. Ja, generell kaufen Sie kein überteuertes Gold und Silber. Gerade jetzt, wo das dann wieder nervöser das Ganze wird, wird dann schnell zugegriffen und überteuerte Preise werden akzeptiert, brauchen Sie nicht. So knapp ist es dann auch nicht, das Gold und Silber. Einfach auf gold.de gucken, die günstigsten Händler sind da aufgelistet. Oder die Sachwerte-Einkaufsgemeinschaft, das ist zollfreie Einlagerung in der Schweiz. Auch die sagen, dass sie Großhandelskonditionen ab dem ersten Euro anwenden. Ja, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Würde ich Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das Thema soweit gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, wenn Sie sofort über neue Videos informiert, vielleicht auch ein Like geben, würde dem YouTube-Kanal sicherlich auf die Sprünge helfen. Vielen Dank und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.